Gut, schönen Nachmittag. Humanities Festival 2017 unter dem Generalthema Revolution. Jetzt und hier in diesem doch eher unsinnlichen Raum reden wir darüber, was die sexuelle Revolution verändert hat, was von ihr geblieben ist. Obwohl ganz unsinnig ist es nicht, Sie sehen es nicht, ich sehe es da hinten, ist die emotionale Wien-Karte. Also die weißen. Gut. Mein Name ist Peter Lachnit. Mit mir redet darüber Susanne Hochreiter, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Wien und Mitglied des dortigen Forschungsverbunds Gender and Agency. Was Gender ist, hat sich mittlerweile breiter herumgesprochen, also diese Differenzierung zwischen dem biologischen und dem sozialen bzw. kulturellen Geschlecht. Aber bitte, was ist Agency in diesem Zusammenhang? Agency bedeutet platt übersetzt vielleicht Handlungsfähigkeit, Handlungsmacht. Also es geht darum, welche Handlungsmöglichkeiten, Handlungsrepertoires ergeben sich im Konnex oder wir untersuchen den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Handlungsmacht. Soweit also meine Gesprächspartnerin Susanne Hochreiter. Wenn man den Titel vorgesetzt bekommt, was blieb von der sexuellen Revolution, so sind einmal darin zwei Dinge impliziert. Erstens, es hat eine sexuelle Revolution gegeben und zweitens, ihre Ergebnisse oder Errungenschaften, je nachdem wie man das wertet, sind nicht klar, immer wieder gefährdet, wanken. Susanne Hochreiter, hat es eine sexuelle Revolution gegeben und wenn ja, in groben Zügen, was hat sie umfasst? Also ich würde sagen, ich lasse mich ein auf diese These, ja, es hat eine sexuelle Revolution gegeben. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, das zu sagen, weil es tatsächlich Dinge gibt, die geblieben sind oder die wir weiterführen könnten, von denen ich glaube, dass sie für viele Personengruppen sehr bedeutsam sind und nach wie vor und geworden sind. Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler reden natürlich darüber, ob man das jetzt im engeren Sinn für eine sexuelle Revolution halten kann. Da spielt die Frage der Zeit und der Rahmenbedingungen eine Rolle. Na, manche sagen, es war eh nicht nur Ende der 60er und Anfang der 70er, sondern es hat begonnen in den 50ern. Andere sagen, na, wir müssen über die Aufklärung sprechen etc. Zu dem kommen wir vielleicht später noch. Aber ich würde sagen, tatsächlich gibt es eine Menge an Errungenschaften, die ich zum Beispiel als Frau wenn ich jetzt als Frau spreche, als eine Errungenschaft betrachten möchte und muss. Tatsächlich hat sich viel getan und ich würde das zusammenfassen wollen unter der Überschrift eigentlich einer zunehmenden Vielstimmigkeit und einer Besprechbarkeit. Dinge sind nicht mehr scheinheilig irgendwo unter der Überschrift einer Doppelmoral verborgen worden, nicht, dass es die nicht weitergegeben hätte, aber es ist viel mehr, kurz gesagt, sichtbar und besprechbar geworden. Es gibt mehr Wissen über Sexualität, über Sexualitäten. Die wissenschaftliche Forschung, Stichwort Kinsey Report, Shareheit, Masters & Johnson, das sind Arbeiten, über die wir vielleicht noch kurz sprechen können, seit den 50er Jahren haben ungeheuer viel dazu beigetragen, dass es mehr Wissen gegeben hat. Dann haben wir hier eine Entwicklung natürlich auf einer politischen Ebene, dass wir sagen, also viele von uns verbinden die sexuelle Revolution natürlich mit der Studierendenbewegung seit 68 im deutschsprachigen Raum. Und dann gibt es sowas wie, und der Franz X. Eder, ein Kollege, der sich mit Sexualgeschichte beschäftigt, würde sagen, ganz entscheidend auch der Faktor der Kommerzialisierung und der Medien. Und das ist was wir mit in Rechnung stellen müssen. Es gibt hier einfach auch einen Markt. Wir haben auch angefangen, Sexualität sozusagen zu produzieren und zu konsumieren. Und das ist gewiss ein Faktor, der in dieser Liberalisierung, vielleicht allgemeinen Liberalisierung, eine große Rolle spielt. Und Sie warten schon auf ein entscheidendes Stichwort. Und es geht darum, dass es auch medizinische Entwicklungen gibt, für die Frauen ganz entscheidend, Stichwort Antibabypille, Sexualität und Fortpflanzung sind das erste Mal in der Geschichte getrennt worden. Das erste Mal in der Geschichte hatten Frauen, eh nicht gleich, aber dann zunehmend, die Möglichkeit, das selbst für sich zu entscheiden. Die Antibabypille gibt es in Österreich seit 1961.
Sie alle wissen, dass das eine Hormonbombe war ohnegleichen und dass es zunächst auch nur verheirateten Frauen verschrieben worden ist. Sie kennen auch die Geschichten von den Bussen, wo die Feministinnen nach Holland gefahren sind oder Frauen sich individuell auch organisieren mussten, um Abtreibungen vornehmen zu lassen. So liberal war das Klima nicht gleich und nicht überall und auch die Möglichkeiten, Abtreibungen vorzunehmen, waren nicht gleich und überall gegeben. Aber definitiv ist das ein wichtiger Punkt in dieser Entwicklung. Eine sexuelle Revolution, das heißt ja sozusagen eine durchgreifende und für große Teile der Bevölkerung geltende und wahrnehmbare Veränderung der Verhaltensweisen und des Drüberredens. Da ist wahrscheinlich gerade das, nämlich die Entkoppelung von Sexualität und Empfängnis bzw. Fortpflanzung, der Grund, warum man da für die 60er Jahre wirklich von einer Revolution reden kann. Wahrscheinlich anders als zum Beispiel die Sexualreform nach der Jahrhundertwende und den 20er Jahren, wo es eher eine kleine Avantgarde war, die das betroffen hat und wo es zwar im Gefolge des Weltkriegs, wo Frauen stärker in den Arbeitsprozess eingegliedert wurden und auch die Kinderzahl von Frauen sich verringert hat, aber sozusagen diese grundlegende revolutionäre Veränderung hat es wahrscheinlich im 20. Jahrhundert auf diesem Gebiet einmal ereignet, nämlich in den 60er Jahren. Ich glaube schon, dass man sich darauf einigen kann, dass man sagt, wirklich eine breiter wirksame Revolution findet in Westeuropa und in den USA in dieser Zeit statt. Man könnte fragen, für wen, wann, welche Revolution, also welche Personengruppen partizipieren da und haben sozusagen einen Benefit davon. Es gibt einen britischen Forscher, der zum Beispiel fürs 18. Jahrhundert in England feststellt, dass es da eine First Sexual Revolution gibt. Ich merke mir seinen Namen so schlecht, Fasima Taibo-Wala, der, Sie kennen ihn, wie spricht man gescheiter aus? Ich kann verstehen, dass Sie den Namen nicht kennen. Das liegt an meinen grundlegenden mangelnden Sprachkenntnissen. Aber der Punkt ist, dass er die These formuliert, da gibt es im 18. Jahrhundert in England eine sexuelle Revolution, die damit zu tun hat, dass Sexualität sozusagen nicht mehr öffentliches Gut ist, die auch öffentlich sanktioniert wird, sondern zunehmend privat ist. Das ist aber etwas, was für heterosexuelle Männer der Mittel- und Oberschicht gilt, wenn man sich dann die Studie fertig durchgelesen hat. Also das ist sexuelle Revolution bezeichnen, das würde es nicht, aus meiner Sicht nicht ganz treffen. Und umgekehrt muss ich sagen, das, was für mich sozusagen als feministische Forscherin und Gender-Theoretikerin relevant ist, ist, dass in dieser Zeit, von der wir sprechen, also seit den späten 60er Jahren, tatsächlich Frauen ganz stark artikulieren, ihre Selbstbestimmung und ihr Verfügbarkeitsrecht auf den eigenen Körper. Und das ist wahrscheinlich das tatsächlich Revolutionäre und Entscheidende in dem Zusammenhang aus meiner Sicht. Wir haben so etwas, wie Sie richtig ansprechen, aus meiner Sicht in den 20er Jahren. Warum? Wann immer Frauen es gelingt, auch finanziell unabhängig sein können, Frauen finanzielle Unabhängigkeit haben. Wir kennen das Bild der neuen Frau aus den 20er Jahren, die eine Ausbildung hat, die einen eigenen Job haben kann, die muss auch nicht heiraten. Und da gibt es auch eine Entkopplung, die wichtig ist, weil Ehe auch bedeutet, einem Recht unterworfen zu sein, und viele unter Ihnen wissen das, welches Recht das bis in die 70er Jahre war. Ein Recht, das aus dem 19. Jahrhundert stammend dem Pater Familias sozusagen die Verfügbarkeit auch über seine Frau ermöglicht und nicht nur ermöglicht, sondern festschreibt. Ja? Also meine Eltern haben geheiratet Ende der 60er Jahre und da war klar, mein Vater ist rechtlich betrachtet der Haushaltsvorstand, der darüber entscheidet, ob meine Mutter arbeiten gehen darf oder nicht, ja? Wo sie sich aufhalten rein räumlich und so weiter und so fort, auch Kindsrecht, Züchtigungsrecht, sexuelles Recht auf den Körper der Frau, ja? Und das Prinzip der Partnerschaftlichkeit, das ist auch erst später eingeführt worden über die Familienrechtsreform unter Justizminister Christian Boder. Die Beispiele, die Sie da erwähnt haben, zeigen ja schon sozusagen die Folie, vor der sich diese sexuelle Revolution abgespielt hat. Also die 50er Jahre sind die Periode in der mitteleuropäischen Geschichte, wo am meisten Menschen geheiratet haben, also mehr als je zuvor und danach. Nicht? Weil zuvor gab es die diversen Heiratshindernisse oder Verbote und danach gab es dann
andere Lebensformen auch als nur die Ehe. Nicht? Also Marina Fischer-Kowalski betont das, dass das die Periode war, wo nie zuvor und nie danach so viele Menschen geheiratet haben. Es war aber auch die Zeit, wo zum Beispiel im Jahr 1950 in Österreich federführend von den christlich-sozialen Unterrichtsministern ein Schmutz- und Schundgesetz erst beschlossen wurde ist. Und das hat es nicht gegeben aus der Monarchie. Nein, 1950 ist das in Anbetracht von Comics und Rock'n'Roll und Ähnlichem, ist dieses Schmutz- und Schundgesetz. Oder ein Beispiel habe ich auch noch gefunden, wo 1968 noch das deutsche Magazin Der Spiegel für 3 Monate de facto verboten worden ist in Österreich, also vom Verkauf nicht zugelassen worden ist, wegen, Zitat, Reizung der Lüsternheit und Irreleitung der Geschlechtstriebe, ja, 1968. Ja. Aber ein bisschen hinten auch sozusagen zu der Zeit, wenn man will. Also 71 gab es ja dann diese Sterngeschichte, wir haben abgetrieben, aber ich will jetzt gar nicht ablenken. Ja, wir sind jetzt bei den 50er Jahren. Ich glaube, die Ingeborg Bachmann hat gesagt, ja, es gibt Kolleginnen, die haben die Ingeborg Bachmann im Kopf hier. Es waren die schrecklichen 50er Jahre, oder? Die fürchterlichen 50er Jahre, sie formuliert es in der Form. Also eine ungeheuer repressive Epoche. Ich glaube, aus den 50er Jahren gibt es eher Bilder von allgemeiner Verklemmung. Und zugleich tut sich da auch schon was, weil wir haben diese Untersuchungen, wie gesagt, den Kinsey Report, die Dinge werden übersetzt, es gibt auch Leute, die reisen und es gibt Informationen und Austausch und wie Sie es auch angesprochen haben, es gibt eine Populärkultur in den 50er Jahren und es gibt Elvis Presley und das heißt, man kriegt so eine Idee davon, oder? Dass man ein Becken hat, das man bewegen kann. Und das finde ich ganz entscheidend. Ich bin übrigens dafür, wenn wir später noch über Perspektiven sprechen sollten, ich bin dafür, dass wir unser Becken entdecken. Okay, ist notiert für später dann noch. Ja. Jetzt bleiben wir aber noch bei diesem revolutionären Ereignis der Kontrazeptive, also der Antibabypille, die in England im National Health Service bereits 1967 zur Verfügung gestellt worden ist, in Frankreich auf Krankenschein 1975. In Österreich werden Verhütungsmittel grundsätzlich nie bezahlt. Interessanterweise ist das gar keine besondere Forderung mehr, oder habe ich da was? Doch, es ist eine Forderung im Frauenvolksbegehren, für alle, die das unterschreiben wollen. Gut, sind wir wieder mehr in der Gegenwart. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass die Antibabypille ja interessanterweise damals sozusagen 2 Argumentationslinien gehabt hat. Die eine, die Sie schon angeführt haben, also die größere sexuelle Freiheit, die Trennung von Sexualität und Empfängnis. Aber ein ganz ein wichtiges Argument, das mittlerweile vergessen ist, ist das des Bevölkerungswachstums. Also es müsse doch geschaut werden, dass die Völker in Afrika und Asien sich nicht so stark vermehren. Und deswegen auch, das war doch das Argument, dass, ich weiß nicht, 70 Nobelpreisträger oder sowas damals gegenüber dem Papst Paul VI., der diese Enzyklika im 68er Jahr über die Empfängnisverhütung, also Humane Vitae, da ging es nicht um sexuelle Freiheit, sondern da ging es um Bevölkerungsexplosion und was damals als großes Problem wahrgenommen wurde. Und interessanterweise war sozusagen die Angst vor der sexuellen Freiheit offensichtlich größer als die Angst vor der Bevölkerungsexplosion. Finde ich irgendwie interessant, oder? Ja, und das ist das Interessante daran, dass ich den Eindruck habe, Sexualität ist wirklich was Bedrohliches. Ne? Also die sexuelle Revolution, die stattgefunden hat und vielleicht nicht stattgefunden hat oder noch nicht stattgefunden hat oder in einer bestimmten Rahmung stattgefunden hat und vielleicht zunehmend einfach dieser Kommodifizierung unterworfen wurde, also das, was den Sexus wirklich radikal macht, das ist immer ein bisschen gezähmt worden oder es gab auf jeden Fall, gibt diese lange, lange Tradition, wahrscheinlich wirklich überhistorisch, die Sexualität zu regulieren und vor allem die Sexualität der Frau zu regulieren. Und das können wir in patriarchalen und patrilinearen Gesellschaften zurückverfolgen bis in babylonische Zeit. Da gibt es entsprechende Dokumente und die Gerda Lörner in ihrer Forschung zum Beispiel hat auch darauf Bezug genommen. Also ich denke, um wessen Sexualität es geht, ist eine Frage, also welcher Sex muss sozusagen kontrolliert und reguliert werden. Und das ist in einer Geschlechterordnung, wie sie sich zwar verändert hat, aber im Grunde genommen eine, die die Sexualität der Frau reguliert. Und das ist das, wovor sich der Vatikan gefürchtet hat und immer noch fürchtet, vermute ich. Ja? Plus, ich finde das ein
natürlich eine ganz wilde Schiene in dieser Frage der Bevölkerungspolitiken, wer soll welches Recht auf Leben haben. Ja? Also das ist eine wilde Sache, und die haben wir, diese Eugenikprogramme, die wir lange schon kennen, das geht auch zurück noch vor dem 19. Jahrhundert, aber im 19. Jahrhundert war das eine ganz wilde Sache. Man hat sich, also weil wir nachher noch zu den Avantgarden kommen werden, der Otto Gross war einer von den Avantgardisten, sein Vater, der Hans Gross, der berühmte Kriminologe in Graz, der war für Camps. Für entsprechende. Also die Ideen von Überlager, wo man Leute hinsortiert, die man für minderwertig hält, die war da ganz prominent diskutiert. Und mich wundert es daher nicht, dass immer wieder Herrschaften gibt, die Ideen haben, auch medizinisch, wie wir es dann auch natürlich im Nationalsozialismus gesehen haben, zu kontrollieren, wer leben darf und welches Leben wertvoll ist. Die Eugenik war ja auch Teil des linken Diskurses in den 20er, 30er Jahren, aber das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, wenn wir vielleicht gibt es dann Expertinnen und Experten hier im Mürdal Raum, ne? Zum Beispiel hat also da eine relativ dubiose Vergangenheit, aber ich glaube, das ist jetzt ein Seitenstrang, den lassen wir. Aber es ist wahr, also zum Beispiel die Helene Stöcker, eine Revolutionärin, eine Feministin des 19. Jahrhunderts, hat auch Eugenik-Argumente mitgenutzt. Also das, in der Tat ist es nicht so schwarz-weiß zu betrachten. Ja. Ne? Julius Tandler wird ja dementsprechend auch immer wieder zitiert. Aber jetzt zurück zur sexuellen Revolution der 60er Jahre. Ja. Es gibt ja da im Großen und Ganzen über diese sexuelle Revolution drei Erzählungen. Die eine Erzählung ist die klassisch kulturpessimistische, nicht? Also da beginnt alles Übels, nicht? Also die Zunahme an Ehescheidungen, AIDS, Psychotherapien, die auf der Pius-Bruderschaft habe ich da ein schönes Zitat gefunden: Vergewaltigungen, Abtreibung, zerrüttete Familien, verwahrloste Kinder, legalisierte Homosexualität, Kinderpornografie und Missbrauch, AIDS, all das sind Früchte der sexuellen Befreiung der 68er Kulturrevolution, Auflösung aller Normen und Tabus, die Loslösung von heiligen, unantastbaren Gottesrechten. Ne? Also diese in mehr oder minder drastischer Form. Die eine Erzählung, das war der Beginn von allem Übel. Die zweite Erzählung, die von einer fortschreitenden Liberalisierung eigentlich ausgeht, nicht? Also Befreiung aus dem Normenzwang, Selbstermächtigung, also es geht eigentlich immer so weiter. Und eine dritte Erzählung gibt es, die da eher Wert auf die Ambivalenzen legt, also auf die Elemente von Befreiung und Selbstbestimmung, die aber dann in Kommerzialisierung und Vermarktung geendet haben und meist auf Kosten der Frauen, die zum Objekt sexueller Ausbeutung geworden sind, wo sich eine Sexindustrie, Pornoindustrie sozusagen erst etabliert hat. Welcher dieser drei Erzählungen hängen Sie denn eher an? Der ersten. Ich habe es befürchtet. Wir müssen das Programm völlig umstellen. Ja. Nein, tatsächlich ist es natürlich nicht so lustig, beziehungsweise ist es vielleicht ein Ergebnis dieser Entwicklung oder dieses Wandels, dass ich hier sitzen kann, erstens, und zweitens darüber lachen kann, was die Bios-Bruderschaft sagt, weil so lustig waren diese Ansprüche auf Körper und Personen natürlich gar nicht. Und ich würde sagen, auch die Fortschrittserzählung allein wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Sie haben es schon vermutet, wir beide sind, glaube ich, wenn ich das sagen darf, im Vorgespräch hat sich das so angedeutet, eher jene, die über die Ambivalenzen dieser Entwicklung nachdenken wollen oder mit ihnen auch ins Gespräch kommen wollen. Das heißt, ja, einerseits, so wie ich auch einleitend versucht habe zu sagen, ich finde, es gibt ganz entscheidende Entwicklungen, von denen wir heute profitieren, die geblieben sind, nämlich, dass Menschen auch ein Recht haben auf ihre sexuelle Selbstbestimmung und auch ihren Lebensentwurf, und dass das in einer pluralen demokratischen Gesellschaft möglich sein sollte. Und die Vervielfältigung sozusagen der Stimmen, der Lebensentwürfe, der Begehrensweisen ist was, was ich glaube, dass doch die meisten Menschen sich denken, ja, das sollte so sein oder ich habe einen Anspruch drauf. Und das ist könnte man sagen, eine epistemische Transformation dessen, was wir darüber wissen oder denken und fühlen, wie wir Sexualität, könnte man sagen, eigentlich, wenn wir es pluralisieren wollen, auch nach verschiedenen Identitätskonzepten, dass wir sagen, wir wollen das leben können. Und zwar nach eigener Entscheidung. Niemand sagt mir,
wann, mit wem, wie oft, ja? Oder wie. Potenziell. Ja, und Sie sehen schon, ist es so? Funktioniert es so? Haben wir das überall gegeben? Und wenn wir dann so einen weiteren Strang anschauen, also in Bezug auf die Ambivalenzen, die Dagmar Herzog nennt zwei Ambivalenzen, die für sie zentral sind. Die Kollegin meint, einerseits ist es diese Ambivalenz, dass Leute draufgekommen sind, die Freiheit der Sexualität, ja, oder die freie Liebe führt nicht automatisch zur politischen Revolution. Also die Neue Linke hat es enorm beschäftigt zu sagen, Liebe machen macht uns, ja, wir haben den Wilhelm Reich im Ohr und den Herbert Marcuse im Ohr, ne, das macht uns zu besseren Menschen, zu milderen und gütigen Menschen, wenn wir orgasmusfähig sind. Und es macht uns außerdem zu gleichsam moralisch besseren Menschen, ja, die auch in einer Gesellschaft anders fähig sind zu interagieren. Hat sie nicht ganz so bewahrheitet, dass der eine Strang, der andere Strang eine Ambivalenz, die, von der die Rede ist, ist zu sagen, wo sind denn die Grenzen? Ne? Wo sind die Grenzen sozusagen meiner Freiheit, die Freiheit der anderen? Und da gab es in den 60er und 70er Jahren nicht wenig einfach an Irritationen, Missverständnissen, Frustrationen. Und das ist etwas, was zum Beispiel in der Literatur, Sie haben gesehen, ich habe so ein kleines Bücherhaufel da unten liegen. Literaturwissenschaftlerin at her best. Ich bin immer so brav, ich habe immer irgendwelche Bücherl mit. Und in dem Fall Verena Stephan Häutungen, ein Buch, das rauf und runter nicht nur so positiv rezipiert worden ist, aber ich sehe einige von Ihnen nicken. Sie wissen, dass das Buch einen großen Einfluss hatte, was immer man dann darüber denken mag. Und da drinnen, wie in anderen Büchern, ist dokumentiert viel von dieser Auseinandersetzung. Das finde ich so interessant, dass die... Es ging nicht so leicht zu sagen von heute auf morgen, so tralala, wir haben jetzt tollen befreiten Sex, sondern es ging darum zu erkunden, was kann das überhaupt sein, und insbesondere für viele Frauen auch die Frage, wie kann zur Sprache kommen, wer ich überhaupt bin, wie kann ich über meinen Körper sprechen, anders als in den gegebenen Begriffen auch einer abwertenden oder unangenehm sexualisierten Sprache, wie viele Frauen das die Männersprache so erlebt haben. Das ist ein Strang, und diese Frage, wie können wir überhaupt in Beziehung treten? Und das finde ich eine spannende Dimension da drinnen, die Herausforderung, die Menschen erleben, die dieses sich stellen einer Auseinandersetzung, die nicht so einfach ist, weil es nicht einfach nur nach Programm geht, so und ab ins Bett, sondern die Frage ist, wie berührt mich das, inwiefern verändert mich das, was ist sozusagen das, was ich selber dazu auch beizutragen habe. Und alle, die mir jetzt ein bisschen zuhören, die Begrifflichkeit, es wird Sie nicht wundern, es geht natürlich dann sehr viel auch in Richtung einerseits Selbsterfahrung, Selbsterfahrungsgruppen, die nicht nur in feministischen Kreisen, auch emanzipierte Männergruppen haben Selbsterfahrungsstunden miteinander abgehalten, aber es geht zunehmend dann aber auch in die Frage eines therapeutischen Gesprächs über den Sexus, und das ist das, von dem ich schon glaube, dass es heute auch eine Folge ist dieser Entwicklung, dass wir gleichsam angeleitet sprechen gelernt haben über Sexualitäten, und wir lesen es irgendein Magazin, wo es rauf und runter darum geht, wie man sexuell erfüllt sein kann, was man dazu tun muss, am besten Sport, Ernährung, Schlaf, you name it, was wir alles besser tun könnten, um uns auch sexuell zu optimieren. Also das wäre ein Strang gegenwärtiger Debatten zur Sexualität, von wo ich glaube, das ist hier schon angelegt in den 70er Jahren. Das waren jetzt viele Themen. Entschuldigung, ist so wunderbar, wir können es ja einzeln danach ein bisschen abhandeln. Danke Ihnen fürs Sortieren. Ich greife noch einmal die Verena Stephan mit den Häutungen heraus, 1975 erschienen. Da wird ja so diese neue Sexualität, die da praktiziert wird, eher so als Anpassung als männliche Bedürfnisse dargestellt, nicht? Also das unterstützt diese auch damals verbreitete These, sexuelle Revolution, schön und gut, aber hat in erster Linie den Männern genutzt, die Frauen sind da stärker als Sexualobjekt wieder zur Verfügung gestanden. War diese sexuelle Revolution eine Revolution der Männer, kann man das so zugespitzt sagen? Wahrscheinlich ist es ein bisschen komplizierter. Also ich glaube, dass zunächst das wahrscheinlich so war, und das vor allem über die Ideen der Linken
den blinden Fleck darin hatten, dass sie die Geschlechterfrage nicht gestellt haben zunächst. Und es waren dann halt auch linke Frauen und andere, die gesagt haben, so geht es nicht, so lassen wir das nicht mit uns machen. Plus es gab so ein Gefüge von neuen Informationen, aber auch Protestbewegungen, emanzipatorischen Bewegungen, wie zum Beispiel alle möglichen Emanzipationsbewegungen, auch die Befreiungsbewegungen der Schwarzen in den USA, wo viel thematisiert wurde, wo es um Rassenfragen ging, um Rassifizierungen, die immer noch wirksam sind. Das ist ein Strang da drinnen. Und die Hippie-Bewegung, die auch eine Rolle spielt da drinnen, dieses Make Love, Not War, auch als Antwort auf den Vietnamkrieg zum Beispiel. Und dann gibt es hier eine Forderung, und das ist auch eine ältere Forderung. Tatsächlich hat der radikalere Flügel der ersten Frauenbewegung auch schon über diese Frage des Selbstbestimmungsrechts, des Rechts auf den eigenen Körper gesprochen. Und da gibt es auch Wiederentdeckungen, plus eine Menge Theorie, die zu der Zeit auch rezipiert wird. Shulamit Firestone, The Dialectic of Sex zum Beispiel, war ein Buch, das recht stark rezipiert worden ist, genauso wie Arbeiten von Kate Millett und anderen. Also hier gibt es sozusagen auch einen theoretischen Einfluss, den die Frauen auch in Westeuropa dann aufgreifen. Die französischen Feministinnen waren extrem engagiert. Und die Verena Stephan spricht viel über Literatur, also Literatur, tatsächlich literarische Texte und Theorie, die gelesen wurde und rauf und runter diskutiert wurde, hat ermöglicht, vieles Neue zu denken, aber auch einzufordern, zu sagen, stimmt, hoppala, ja, also irgendwas in unseren Beziehungen, Leute, haut nicht so hin. Und Frauen untereinander haben das dann in eigenen Räumen auch versucht, besprechbar zu machen und Wege für sich zu finden. Und ich habe hier eine Stelle, weiß nicht, ob ich die vorlesen darf, aus Häutungen. Ja. Nämlich genau das, was Sie gerade angesprochen haben, zufällig, wo es um diese Frage geht, wessen Sexualität oder wie wird das kommuniziert? Und auf Seite 72 in dieser Ausgabe aus dem Jahr, na egal, heißt es wie folgt. Der eine küsste leidenschaftlich und wild, sodass ich Zähne spürte, nichts als Zähne. Und ich küsste leidenschaftlich und wild. Der andere küsste sanft und fand alles andere unreif und unerwachsen. Und ich küsste sanft und erwachsen. Der eine mochte die Beine geschlossen, der andere offen und flach, der nächste offen und um seinen Rücken. Und ich hielt die Beine geschlossen oder offen und flach oder offen und um seinen Rücken. Der eine wollte die ganze Nacht durchmachen, der andere konnte nur einmal. Und ich machte die ganze Nacht durch oder konnte nur einmal. Der eine wollte sich immer genital vereinigen, der andere fand es nicht so wichtig und ich vereinigte mich immer genital oder fand es nicht so wichtig. Der eine konnte nur in seinem Bett einschlafen, der andere musste sich wegdrehen, der nächste wollte dicht beisammen liegen. Sie wissen schon, wie es weitergeht, ja? Und ich schlief nur in meinem Bett ein oder drehte mich weg oder blieb dicht beisammen liegen. Sie kennen sich aus. Ein Punkt, der schon angesprochen worden ist, dieses Verhältnis von Sexualität und Politik. Da gab es ja also irgendwie zwei unterschiedliche Positionen dazu. Die eine, wie haben Sie schon erwähnt, also diese plus je fais l'amour, plus j'ai envie de faire la révolution, also je mehr ich Liebe mache, sofern man dieses faire l'amour überhaupt ersetzen kann ins Deutsche, desto mehr habe ich Lust darauf, Revolution zu machen, war da ein Slogan, nicht? Oder wie beim Wilhelm Reich, wenn sie nur befreit gevögelt hätten, hätten sie nicht den Nationalsozialismus gewählt oder so irgendwie. Ne? Jetzt sehr plakativ gesagt, aber irgendwie geht es in die Richtung. Also, das ist sozusagen die eine Position. Die andere, die der Marcuse da mit seiner repressiven Entsublimierung einbringt. Also sozusagen, man lässt die Leute sexuell frei sein, damit sie umso besser beherrschbar sind. Also Hedonismus ist schädlich für den Klassenkampf oder schön, sehr schön, mir bisher unbekannt, bevor ich auch diesen Aufsatz von Dagmar Herzog gelesen habe, ist John Lennon, der berühmte Theoretiker John Lennon in seinem Working Class Hero, wo die Textzeilen vorkommen, also they keep you doped with religion and sex and TV, also mit Sex und TV doped, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants, as far I can see. Dann, a working class hero is someone to, something to be. Ne? Wir hätten signieren genau, sollen. Also das ist irgendwie so die eine Position, Sex führt faktisch direkt zur Befreiung, die andere ist sozusagen nur eine bessere Form
der Unterdrückung. Und ich würde aber zu beiden sagen, beides ist doch eine unglaubliche Überforderung der Sexualität. Ja, also sie muss entweder jetzt so oder sie ist, wie sehen Sie das? Kann Sexualität nicht einfach nur Sexualität sein, ohne gleich den Kapitalismus zu stürzen? Ist das kleinbürgerlich verkürzt? Ich glaube, den entscheidenden Hinweis gibt uns Gail Rubin unter anderem in ihrer Arbeit, weil der Punkt sind eingeschriebene Machtverhältnisse auch in der Sexualität und sexuelle Diskurse, die diese Machtverhältnisse erzeugen und bedienen, perpetuieren. Das heißt, das ist die interessante Frage, die sie stellt. Ja? Wessen Sexualität wird verurteilt oder bestraft? Wessen Sexualität wird reguliert? Und welche Formen von Sexualität werden jeweils unterdrückt oder verboten? Und eine kleine Umfrage würde zeigen, Sie wissen genau, welche Sexualitäten verboten sind oder historisch verboten waren. Also nur ein Stichwort, Homosexualität war die längste Zeit als Tat, als Identität, das ist jetzt zunächst einmal für mich kein Unterschied, verboten und sanktioniert. Als Sodomie und später als Homosexualität, als die Homosexualität erfunden wurde. Ja. Aber der Punkt ist tatsächlich, und das ist auch, und Gail Rubin spricht über etwas, worüber wenig gesprochen wird, dass es auch um Klassenverhältnisse geht. Ja. Also sozusagen historisch betrachtet arme Leute häufiger bestraft worden sind, dass es auch die ärmeren Frauen waren, die keine Lösung gefunden haben oder schlechte Lösungen, letale Lösungen für Schwangerschaften, die sie abbrechen wollten. Reiche Frauen haben sich das lösen können. Auch es gab immer irgendein Sanatorium oder irgendjemanden, wo man das verstecken konnte. Also ich finde, diese Frage gehört mitformuliert. Und insofern ist sozusagen die Behauptung, der Sex könne dieses oder jenes natürlich so nicht aufrechtzuerhalten. Also natürlich können wir, und wer ist wir? Es sind immer Homogenisierungen, die Vorstellung, wenn wir alle Sex machen, dann. Ja, aber wir alle haben auch ganz unterschiedliche Vorstellungen davon oder Bedürfnisse. Und der Punkt ist, darüber zu sprechen, was Sexualität jeweils bedeutet oder welche Sexualität jeweils gerade ein Thema ist und welche Sexualitäten sozusagen in je spezifischen historischen Verhältnissen und Machtgefügen hergestellt wird, was das auch jeweils bedeutet, welche Funktion das hat. Ja? Und insofern ist Sexualität grundsätzlich politisch, aber nicht je unterschiedlich. Ja? Also es ist nicht ein Ding, wo wir sagen, so, das verändern wir und dann haben wir eine freie Gesellschaft. Eines der Slogans damals war ja auch dieses Make Love Not War, sozusagen eine dichotomische Gegenüberstellung, nicht? Ja. Von Sexualität und Krieg führen, die ja, wie man weiß, nicht wirklich so funktioniert. Nicht? Ja, leider. Also ich fände es super, wenn das funktionierte. Ja. Ja. Absolut. Ja. Ich bin für Kiss-ins und alles Mögliche. Ja. Das ganz gewiss besser, als sich wechselseitig unfreundlich zueinander zu sein. Ein Punkt, den wir jetzt schon angesprochen haben, war die zunehmende Kommerzialisierung, Etablierung von Sexindustrie, Pornoindustrie. Ist das, also die kommerzielle Aufstachelung und Ausbeutung von sexuellen Vorstellungen und Wünschen, ist das sozusagen ein Kollateralschaden, den man nicht wirklich verhindern kann, so wie zum Beispiel, dass mit der Meinungsfreiheit halt auch Meinungen sich äußern, die man nicht mag? Oder wie würden Sie das einschätzen? Na, wenn ich die Theorien richtig verstehe und das, was viele Expertinnen und Experten dazu sagen, ist es eher umgekehrt. Ne? Der Kapitalismus hat sozusagen eine Liberalisierung wesentlich mit ermöglicht. Ne? Also, dass sozusagen Dinge besprechbarer geworden sind oder sichtbarer geworden sind, ist ein Effekt auch von etwas, dass etwas verkauft wird, dass es Produkte gibt, dass es Zeitschriften gegeben hat, dass es einen Riesenmarkt gibt für Sexualität. Und ich würde das nicht per se blöd oder schlimm finden, sondern das kann ja, wie alles, was wir konsumieren, auch Bücher kauft man, interessant und eine gute Sache sein. Insgesamt erzählt es uns was über den wahren Charakter von uns allen. Könnte man jetzt auch pessimistisch sagen. Oder wie schnell Dinge halt auch zu Objekten werden. Und tatsächlich war es ein Strang der feministischen Debatte auch zu sagen, na toll, die Sexwelle, die Medienwelle,
die Oswald Kolle und Co., das bringt uns nichts, weil eigentlich nur Forderungen, zusätzliche Forderungen an Verfügbarkeiten, an körperliche, sexuelle Verfügbarkeiten formuliert werden. Andererseits muss man sagen, finde ich, hat sich auch sozusagen Wissen oder ein bestimmter Diskurs über Sexualitäten etabliert darüber, dass es Zeitschriften gab, die verkauft worden sind und die erhältlich waren irgendwann einmal, war klar, ich muss nicht mehr in irgendwelche schummrigen Schuppen gehen und dort was unterm Ladentisch erwerben, sondern ich kann in einen Beate-Use-Shop gehen und kann dort mit der Verkäuferin noch, habe ich auch schon gemacht, mich darüber unterhalten, was sie empfiehlt, ja, die eine gewisse Kompetenz hat, auf bestimmten Produkten gegenüber. Man kann sagen, aha, diese, jene Spielart, und das ist okay. Und ich kann sogar mit einem Beate-Use-Sackerl durch die Straßen gehen. Heutzutage lassen sich die Leute alles im dezenten Karton kommen, die Drogen genauso wie, das mit den Drogen ist schlimmer. Nein, Entschuldigung, das ist jetzt ein Weg, den wir nicht gehen müssen, nicht? Aber dass sozusagen diese Verfügbarkeit, dass es da Möglichkeiten gibt, sich zu artikulieren oder Wege zu finden, sich zu artikulieren. Es gibt Mainstream-Pornografie, aber es gibt auch avantgardistische Pornografie, die auch eine Art von künstlerischer Artikulation sein kann oder ist manchmal, ne? Also auch da die Frage, was wollen wir wie regulieren und ist das sozusagen nur böse? Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht können wir dann dazu noch Ideen sammeln. Es hat ja dann nach diesen doch auch sehr stark überhöhten Hoffnungen auf Veränderungen durch die sexuelle Revolution in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren dann sowas wie eine Enttäuschung, Rückschlag gegeben, vor allem verstärkt durch die AIDS-Krise, die 82, 83 in Deutschland und Österreich gekommen ist, soweit ich das jetzt sehe, und vielfach dann als Strafe Gottes oder der Natur, je nachdem, welche Form der Esoterik man angehangen ist sozusagen, interpretiert worden ist. Aber auch unabhängig jetzt davon hat es eine große Enttäuschung, Verwirrung, Unsicherheit gegeben. 1986 ist ein Buch erschienen in dem Verlag, wo ich damals gearbeitet habe, das hieß Von der Last der Lust, und ich habe mir das jetzt nachgelesen, wo sie sagen, ja, es hat bestenfalls eine partielle Liberalisierung gegeben, aber in Wirklichkeit ist die Ehe stabilisiert worden und alles nur konsumorientiert und die sexuellen Schwierigkeiten nehmen zu, es war nur eine Pseudoliberalisierung. Also sozusagen, wenn jeder die Sexualität selber gestalten kann, man alles verhandeln muss miteinander, dann ist auch er oder sie selbst schuld, wenn es nicht gelingt. Nicht? Also Sex als Leistung, und die man nicht erfüllt. Das war doch ein bisschen auch eine Zunahme der Psychotherapien da. Nicht? Das war auch eine Kehrseite der ganzen Medaille. Ja, oder der oder die andere ist schuld. Also es gab tatsächlich auch Interviews mit Männern in den 70ern, Anfang der 80er Jahre, die gesagt haben, nein, das ist also null Bock, total abtörnen, wenn die Frau jetzt auch was will oder da irgendwelche Ansprüche artikuliert, kriege ich einen totalen Stress. Ich glaube, das mit dem Stress ist immer noch ein Thema. Ich glaube, wir haben alle einen mega Stress mit diesen Geschichten. Also zumindest, wenn man bestimmte Umfragen anschaut. Ich glaube, dass es wirklich der eine Strang ist, zu sagen, es sind, mit Foucault gesprochen, sind Selbsttechnologien, die auch in Bezug auf Sexualität für uns relevant werden, also die sozusagen eine Verinnerlichung von Normen, wie wir zu sein haben, wie wir funktionieren sollten, und dazu gibt es eine Menge kommunizierte Informationen, wie Körper ausschauen sollen, ja, und was sozusagen hier an verschiedenen Praxen körperlich heutzutage durchaus breitenwirksam vorgenommen wird, ist ein Aspekt davon, und das sind zum Beispiel so Vulva-Optimierungen, die chirurgisch vorgenommen werden und so weiter, und das ist nur ein Beispiel davon. Die andere Sache ist, wo bleibt sozusagen ein emotionaler und Beziehungsaspekt? Die Dagmar Herzog argumentiert, dass die Scham nicht vorbei ist, also Sie kennen das Buch vielleicht von der Anja Möllenbelg, Die Scham ist vorbei. Herzog behauptet, die Scham ist nicht vorbei, die hat sich nur verlagert, sozusagen aus einer unmittelbar sexuellen Sphäre in eigentlich unseren emotionalen Haushalt, dass wir so auf der Ebene der Gefühle, vielleicht unserer Bedürfnisse oder Bedürftigkeiten auch weniger outspoken sind, oder die Frage der Hingabe, Hingabe könnte man noch diskutieren, vielleicht zu kurz kommt.
Das andere, was ich ganz wichtig finde, worüber wir reden sollten, ist sozusagen auch noch immer diese Hierarchie der Sexualitäten. Und ich finde, die AIDS-Krise hat das auf ganz furchtbare und schauerliche Weise sichtbar gemacht, wer was wert ist, auch aufgrund seiner oder ihrer Sexualität. Also in den USA, Ronald Reagan, die AIDS-Krise dort, die haben die AIDS-Kranken einfach sterben lassen, ganz lang, bevor es überhaupt irgendeine Hilfe und irgendeine Information gegeben hat. Und das war blanker politischer Zynismus, wie da umgegangen worden ist. In Österreich hat sich das in ähnlicher Weise gespiegelt. In Österreich, Sie werden es vielleicht noch wissen, war nach der kleinen Strafrechtsreform ist ja das Totalverbot der Homosexualität aufgesplittet worden in 4 Teilparagraphen und einer davon war Werbeverbot der Homosexualität und das hat bedeutet, dass die in der Rosa-Lila Villa gab es erste Aktivistinnen, die aufklären wollten im Kontext von AIDS-Hilfe und AIDS-Beratung und die Broschüren, die gedruckt wurden, ich kann mich daran erinnern, die mussten eingestampft werden, weil die diesem Werbungsverbot sozusagen, man hat unterstellt, man würde Werbung für Homosexualität machen, wenn man eine AIDS-Hilfe-Informationsbroschüre herausgibt. Das war die Wirklichkeit noch in den 90er Jahren in diesem Land. Und man hat unterstellt, Homosexualität wäre durch Werbung sozusagen. So genau, also die ganz verschrobene Fantasien davon, dass man dass Homosexualität, man wird das durch Verführung, ja, durch Werbung, durch alles mögliche schwachsinnige Ideen und man sieht, dass die Hierarchie von Sexualitäten, von der die Gail Rubin gesprochen hat, auch schon lang her, immer noch aufrecht ist. Das heißt, die wertvollste Sexualität ist die monogame, eheliche Sexualität und dann geht es steil bergab. Bam. Ja? Und die mieseste Sexualität ist immer noch die der Prostituierten wahrscheinlich. Ja? Ich glaube, das ist in der, ich schaue dich an, weil du diese Liste, glaube ich, kennst. Ne? Also, Transgender-Personen und deren Sexualität. Diesen Insider-Schmäh. Nein, das ist, Gail Rubin hat in diesem Aufsatz, auf den ich mich beziehe, eine Liste, sozusagen diese Hierarchie aufgestellt und da geht es darum, was ist die beste Sexualität, die wertvollste sozusagen und was ist die mieseste. Und ich glaube, das ist etwas, was sich auch im gegenwärtigen Diskurs immer noch spiegelt. Ja. Also Homosexualität, monogam, okay. Und alles, was dann als promiskuitiv gilt, oje, und Fetisch, naja, und so weiter. Ne? Die Optimierung der Körper haben Sie jetzt schon angesprochen, damit würde ich gerne sozusagen in unserer letzten Runde hier, bevor wir noch ein paar Minuten Zeit haben für eine Publikumsdiskussion, den Studien zur Gegenwart kommen, sozusagen, welche Tendenzen gibt es da jetzt, was gibt es da an Bemerkenswerten? Also das eine ist diese Tendenz zur Optimierung der Körper, Body Shaping bis hin zu Cybersex, aber auch zum Beispiel die Renaissance von sexualkonservativen Vorstellungen, also im religiösen Bereich, im christlichen ist es diese Abstinence until Marriage Bewegung, die es in den USA gibt, aber durch das Vorrücken der islamischen Kultur sozusagen, was auch bei uns ein Thema ist, ist auf einmal der Ehre und Scham auch wieder bei uns ein stärkeres Thema geworden. Das kann man jetzt nicht vergleichen, aber wir haben auch einen Oberrabbiner, der in Wien Frauen nicht die Hand gibt. Also aus dem religiösen Bereich gibt es da sexualabstinente oder erotisch verweigende Tendenzen. Es gibt auch diese Tendenz zur Verrechtlichung, also vor allem in den USA, diese Verträge, die man vorher abschließt. Da gibt es einen schönen Aufsatz von Slavoj Žižek, der meint, es wäre am gescheitesten, dass solche Verträge man dann immer von allen drei Instanzen unterzeichnen lassen sollte, nämlich vom Ich, über Ich und vom Es, weil die unterscheiden sich manchmal. Ne? Dann gibt es aber auch so diese neue Namen für alte Bedürfnisse und Tendenzen wie Polyamorie und sowas. Was finden Sie da am interessantesten momentan in der 50 Jahre, 60 Jahre nach dem, was wir als sexuelle Revolution definiert haben. Jetzt das mit dem Becken haben wir uns, glaube ich, gemerkt, ja, aber sonst noch andere interessante? Ja, das Stichwort war Becken entdecken, also da bin ich immer noch dafür. Ich formuliere das ein bisschen launig deshalb, weil ich es angenehm fände, wenn wir über viele verschiedene Ideen weniger gravitätisch und bierernst sprechen müssten. Also das ist die Identitätspolitiken sind einerseits historisch verstehbar und notwendig, also zu sagen, da gibt es eine feministische Bewegung, die
bemühen sich um die Subjektivierung, Subjektwerdung der Frau. Wichtiger Schritt, historisch. Ja. Dann haben wir sozusagen die Subjektwerdung der homosexuellen Frauen und Männer. Dann haben wir die Queer-Theorie, die sagt, diese Frage von Identitätsbildungen, also das ist neu zu stellen. Lasst uns doch diese fixierten Identitäten in Frage stellen und aufgeben. Gleichzeitig kreisen wir immer noch um diese Frage, wer ist wer aufgrund welchen Begehrens oder Tuns. Ja? Und dass hier stark separatistische und zum Teil dogmatische Tendenzen in diesem Diskurs gibt, finde ich schon und finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich es auch immer wieder als nicht wahnsinnig produktiv erlebe. Das ist aber jetzt auch in Bezug auf eine bestimmte Theoriedebatte und wissenschaftlichen Diskurs gemünzt. Dann haben Sie angesprochen, und das, denke ich, ist die gegenwärtige Herausforderung, es gibt Personengruppen mit verschiedenen Konzepten, das mögen dann konservativere Ideen sein und progressivere Theorien sein oder repressivere und liberalere. Und es ist die Frage, ob man mit diesem Paradigmen oder mit diesem Schema weit hupfen. Generell würde ich sagen, es braucht eine Auseinandersetzung, die Wert darauf legt, dass es ein Verfügungsrecht über den eigenen Körper gibt und ein Selbstbestimmungsrecht. Und darauf würde ich immer noch bestehen wollen, egal was der jeweils als kulturell oder religiöse Anspruch dargestellt wird. Und diese Debatten sind aber auch Thema in den verschiedenen Gruppen. Und ich habe noch ein Bücherl mitgebracht. Ein Buch, das selbst stark Gesprächsthema geworden ist, Seran Atesh, die formuliert hat, der Islam braucht eine sexuelle Revolution, ohne mich jetzt über den Islam äußern zu wollen hier. Ich denke, es gibt berufene Personen und verschiedene Positionen auch, die vertreten werden, eine Diskussion, die geführt werden muss. Was ich an dem Buch so sympathisch finde, ist, dass sie sagt, ja, in Westeuropa und in den USA ist wirklich einiges erreicht worden und das entspricht ungefähr dem, was wir auch einleitend hier formuliert haben. Es gibt eine Pluralisierung der Stimmen, es gibt einen Anspruch, der artikuliert worden ist, darauf die eigene Sexualität zu entdecken, zu artikulieren, zu leben und nicht vorgeschrieben zu kriegen, wer sozusagen Anspruch auf jemandes Körper stellt. Ich glaube, dass Atesh das hier gut argumentiert in einem Zusammenhang von bestimmten Unterdrückungsgründen und Interessengruppen und andererseits Perspektiven, die möglich sind. Und diese Debatte ist einfach zu führen. Das ist eine Debatte, die auch nicht ganz ungefährlich ist. Seran Atesh, die Anwältin, ist ja bekanntlich vor einigen Jahren niedergeschossen worden von einem Mann, einer Klientin. Aber diese ganze Debatte ist vielleicht eine Debatte für eine spätere Humanities-Runde im Jahr 2018 oder 2019, wo wir dieses Thema vielleicht weiterführen werden. Die verbleibende Zeit würde ich gerne dazu verwenden, Sie zu fragen, ob Sie etwas beitragen wollen. Wobei ich mir denke, es wäre vielleicht ganz interessant und illustrativ, wenn Sie irgendwelche auch biografische oder autobiografische Anmerkungen zu einigen dieser von uns behandelten Themen, die wir bei uns jetzt nicht sehr autobiografisch abgehandelt haben, oder vielleicht gibt es da etwas und das würde das Ganze illustrieren. Es gibt eine Wortmeldung hier in der ersten Reihe, bitte. Ja, ich wollte einmal sagen, was mir an dieser Art von Debatten sehr stark stört. Das ist, dass ich finde, dass das so, die sexuelle Sphäre so entbunden wird aus allen anderen. Und das entbunden. Nicht? Also quasi, das ist dann so entspricht also einer neoliberalen Subjektivierungsweise, ich und meine Sexualität. Und dann gibt es den Zoo der Erfahrungsmöglichkeiten, die Welt. Und ich denke, wo die sexuelle Revolution, und ich war ja live dabei, ich war damals 14, und, also 68, nicht? War ich 14, und da war das einfach, also die sexuelle Revolution, das wäre für mich gewesen, nicht? Also, das, und es war aber immer aufs Engste verbunden mit der Kritik an der Kleinfamilie, an der patriarchalen, bürgerlichen Kleinfamilie. Und diese Bindung, jetzt ist einfach die Frage, also diese Verbindung ist weg.
Und ich und meine Sexualität, das hat schon was, ja, das gibt es auch, ganz nett. Aber es ist doch nicht das volle Leben. Und deswegen denke ich mir, es fehlt, passt es mit diesen Familien, was da erreicht worden ist, dass es ein bisschen entpatriarchalisiert ist oder diese Lebensabschnitte, ist das eh schon in Ordnung? Oder soll man über diese Sphäre, also quasi Familie, Pseudofamilie oder was danach, nicht auch viel stärker noch reden, weil es ja eingebunden ist? Das wäre irgendwie mein Punkt. Gut, das war eine Illustration zu einer der Positionen, die wir da auch schon erwähnt haben. Gibt es, wenn anderen auch live dabei war? Ja, Susanne Sohn. Ja, ich wollte eine Anekdote beisteuern, das ist mir jetzt eingefallen während Ihrer sehr informativen Beiträge. Und zwar habe ich in der 68er Zeit mir gedacht, ich borge mir den Kinsey-Report aus und bin in der Universität in die Bibliothek gegangen, habe den Bestellstein ausgefüllt und der Bibliothekarin gegeben und die hat dann so gezögert und hat gesagt, ja, ich kann es Ihnen nicht geben, das Buch, Sie müssen zum Hofrat so und so. Und ich bin dann zum Hofrat gegangen und war natürlich in der 68er Zeit, hat das der Zug halt ein bisschen aufmüpfig und hab, weiß nicht, was ich ihm gesagt habe, wieso muss ich da und so weiter. Und der Hofrat ist butterrot geworden, der Goda hat ihm so gezittert und hat mich angeschrien und gesagt, wir wissen schon, was sich abspielt und ich habe gar nicht gewusst, ich habe nur so geschaut. Also gut, zum Schluss habe ich das Buch gekriegt und es war natürlich, wie Sie gesagt haben, furchtbar fad. Aber ich hätte noch eine kleine Frage dazu, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt ausgeht, aber Sie haben ja die Kate Millett so gut erwähnt und die hat ja dieses wunderbare Buch Sexers und Herrschaft geschrieben und hat diese Bücher, also Lady Chatterley und Henry Miller, die damals ja wirklich nur so geheim weitergegeben wurden, in Grund und Boden gestampft und das war wunderbar für mich, wie ich das gelesen habe. Und jetzt habe ich mich gefragt, was würde sie sagen zu 50 Shades of Grey? Jetzt möchte ich sagen, die 50 Shades habe ich mit, doch mit Amüsement gelesen, mir hat es ganz gut gefallen. Also es war ganz ein anderer Ort als diese Männer, die Sexualität beschrieben haben. Nur kommt da jetzt ein wahnwitziger Druck herein, vor allem im Punkt, wie schon angedeutet wurde, also Figur und Orgasmusfähigkeit und überhaupt, also das möchte ich noch fragen. Gut, danke. Zwei Fragen. Erste Frage das, zweite Frage, die sich für mich anschließt, der berühmte Giftschrank auf der UBE, gibt es den noch? Nein. Gibt es nicht mehr, gell? Ich glaube nicht, ja. Nein. Aber es gibt wahrscheinlich Handbibliotheken, nicht? Oder es gibt ja einen Haufen Bücher, die in Büros geparkt sind. Ja? Muss mal schauen, was dazu steht. Na, vielen Dank für Ihre Beiträge und Ihre Fragen. Erstens, ja, ich glaube, dass das wirklich ein Problem ist, dass man nicht über die bürgerliche Kleinfamilie reden und dass Frauenpolitik heutzutage weitgehend Familienpolitik ist nach wie vor, ist ein Mega-Ärgernis und ich finde es unglaublich, dass sozusagen die Ehe als Eheungeheuer konservatives Institut immer noch nicht zugänglich ist, den Lesben und Schwulen, wenn sie das denn gern möchten. Ich habe mir gedacht, ich möchte nicht meine Partnerin heiraten, weil es so eine unmögliche Institution ist. Aber zugleich ist die Frage, in welcher Zeit leben wir und worauf sind wir zunehmend verwiesen? Also wenn man sozusagen jetzt ökonomische Kontexte oder politische Kontexte anschaut, wird es einen Grund geben, warum eigentlich im Gegenteil die bürgerliche Kleinfamilie zunehmend unterstützt wird. Und es gibt ja auch, Sie sind ja alle informiert über die aktuellen Wahlprogramme der verschiedenen Parteien, da kann man ganz gut nachlesen darüber, wie Familie hier betrachtet wird. Mir fehlt in der Tat die Kritik an dieser Familienkonstellation. Warum? Weil da drinnen Besitzverhältnisse mit eingeschrieben sind, obwohl Partnerschaft jetzt aufgrund der Reform, die wir erlebt haben in den 70er Jahren, das leitende Prinzip ist. Aber das, was sich die Leute hier antun, wechselseitig, in Ehen, vor Ehen, nach Ehen, ja, ist auch nicht so einfach zu verdauen und das ist eine komplexe Geschichte und da gehen wir wahrscheinlich auch zu sehr ins Eingemachte, wenn wir das jetzt in unsere Erfahrungen austauschen wollten diesbezüglich. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen und dass uns hier sozusagen die Frage der Lebensweisen oder der Vielfalt der Lebensweisen, auch wenn sie verschiedentlicher gelebt werden, meinetwegen polyamorös mit viel
Diskussion darüber oder in Regenbogenfamilien oder wie auch immer. Leute versuchen sich zu arrangieren, so gut sie können. Wahrscheinlich wäre es leichter, wenn der Staat nicht so ungeheuer insistieren würde auf diese Kleinfamilienkonstruktion. Ich weiß nicht. Und darf ich noch was dazu? Unbedingt, bitte. Thema sagen. Also ich teile vieles der Kritik an der Familienpolitik und so weiter, aber ich denke mal, es ist auch eine Überforderung der Sexualität und so weiter, wenn sie gleichzeitig den Kapitalismus stürzen muss, jetzt zugespitzt zu sagen. Und Kleinfamilien, die eine angstfreie und eine Sexualität leben, die miteinander verhandelt wird, also so übel ist es auch nicht gegenüber dem, was früher war, würde ich mal so sagen. Man muss nicht darauf antworten. Lassen wir es einfach stehen, oder? Und die Frage von der Susanne. Wir lassen es einfach stehen, ja. Genau. Und das ist so super, ne? Das Humanities Festival ist echt ein Ort, wo wir versuchen, gemeinsam über Dinge nachzudenken. Darum finde ich das so eine tolle Idee. Genau, 50 Shades of Grey. Ich finde diese Frage, wie wir uns selber optimieren müssen, das ist was ich ganz schmerzlich erlebe. Was wir alles sollen. Ich glaube, die größte Revolution wäre, Klaus Nüchtern hat gerade ein Plädoyer für die Faulheit geschrieben im aktuellen Falter. Ich bin für sexuelle Faulheit. Die Christa Reinick hat ein Buch geschrieben, oder? Über den Müßiggang, ja. Und da geht's, und ich finde auch, also dieses weniger leistungsorientierte würde uns wahrscheinlich gut tun. Insgesamt, erstens finde ich, sollte man weniger arbeiten, mehr in der grünen Wiese liegen und drittens dann schauen, was sich gut anfühlt. Wunderbar, also ich denke mir, diese zwei Dinge, Becken entdecken, ja, unbedingt, ganz wichtig. Und Plädoyer für die sexuelle Faulheit sind, ja, glaube ich, die beiden Dinge, die wir jetzt mitnehmen können. Wir enden pünktlich nach einer Stunde. Leistung, ne? Ich danke vielmals dafür. Um 3 beginnen in allen 4 Orten des Humanities Festivals die nächsten Veranstaltungen. Sie schauen sich's bitte am Folder an und gehen in den jeweiligen Ort. Der Vortragssaal hier, das Atrium unten, die TU und die Evangelische Schule. Dankeschön. Danke. Bitte.